herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin die Pamela. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Video für euch und zwar ein Unboxing-Video. Ich habe nämlich zugeschlagen. Das war beim Black Friday Sale, glaube ich, hat das bei der Juwelkerze ja so geheißen. Das war noch vorm Singles Day eigentlich. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wo ich das reinpacke oder vielleicht mache ich das separat. Ich habe nämlich auch bestellt bei Janky Candle. Das war auch vor diesen ganzen Sale-Tagen. Da gab es ab einem Wert, ich glaube ab 70 Euro gab es einen Adventskalender gratis dazu und deswegen habe ich dort einmal bestellt. Da habe ich bei Janky Candle, die kaufe ich normalerweise immer nur beim Lidl, da sind es relativ günstig. Und bei der Juwelkerze, bleiben wir mal bei Juwelkerze, war es so, ich habe 3 Kerzen bestellt und zwar ist die erste Kerze eine Happy Birthday Kerze. Die habe ich gekauft, um die zum Verschenken. Wenn wer wichtiger oder mir wichtig Geburtstag hat, ist das richtig schön, denn da ist Schmuck drin, da ist ein Armband drinnen. Sind 400 Gramm. Also bei Juwelkerze habe ich 130 Euro bestellt. Also gezahlt. Ich habe 130 Euro gezahlt für 3 Kerzen und habe aber eigentlich 6 Kerzen bekommen. Also wenn du 3 Kerzen bestellst, kriegst du 3 Kerzen gratis und das gab es bis zu 5 Kerzen. Und ich habe mal ausgerechnet, wäre der Wert einer Kerze 20 Euro. Und das ist echt okay. Oder 21, 22 Euro, sowas. Und für das, dass noch Swarovski-Schmuck drinnen ist, eine Duftkerze ist, eine große Kerze ist, ist das echt toll, weil eine Janky Candle unter 30 Euro kriegt man fast nicht und eine Juwelkerze auch nicht. Und beim Janky Candle ist nicht mal ein Schmuck drinnen, ne? So, genau. Das war jetzt einmal die erste Kerze. Die zweite Kerze, das ist so eine außergewöhnliche, und zwar das ist die Love and Harmony mit Rosé-Quarz. Ich mache euch die schneller mal auf. Und zwar, die ist noch relativ neu. Die schaut so aus, also ganz anders wie die andere und hat hier so Rosenquarzsteine drinnen. Und wenn die runtergebrannt ist, dann kann man die anders verwenden. Boah, und die riecht so gut. Die riecht so gut nach Rosen. Oh, ich liebe das wirklich. Ich liebe das so sehr. Ich gebe sie gleich hier wieder rein, dass der Duft nicht verfliegt, weil da ist sonst kein Deckel drauf. Und die dritte Kerze, also ich muss sagen, die Kerzen waren alle relativ teuer. Ich hoffe, Juwelkerze. Entschuldigung. Aber das hat jetzt geklebt richtig. Keine Ahnung. Und diese Kerze ist der Oberknaller, das ist eine Weihnachtskerze. Da steht hier, also man soll die ersten, zweiten, dritten, vierten Advent anzünden und das werde ich auf alle Fälle in der Weihnachtszeit machen. Ist hier mit so einem schönen Muster drauf, mit so Zweige, Glöckchen, also wie so ein Weihnachtsbaum. Und ist auch so ein bisschen erhaben. Dann haben wir einen Holzdeckel oben drauf. Boah. Und wir haben eine dreiflammige Kerze. Also richtig cool. Der Duft ist jetzt, naja, geht so. So ein bisschen, ich weiß nicht, ist es ein bisschen vanillig? Ein bisschen so vanillig-cremig, also nicht so speziell irgendein Orgenduft. Und ich habe zwar vom letzten Jahr vom Abverkauf habe ich auch noch einige Kerzen für Weihnachten, aber ich brauche welche für jetzt auch noch. Ich habe in jedem Raum habe ich eine Kerze aufgestellt und schon langsam neigt sich mein Vorrat dem Ende. Deswegen dachte ich mir, ja, da muss ich zuschlagen. Ich hoffe aber, Juwelkerze hat noch bald einmal so einen richtigen krassen Sale, weil irgendwann hauen sie dann die alte Kollektion raus und wollen die neue Kollektion haben und da sind sie meistens dann noch reduziert. Aber meistens bei dieser mit die Gratiskerzen schlage ich auch meistens zu, weil es einfach so eine Art wie Mystery ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe euch jetzt die 3 Kerzen gezeigt, was ich mir bestellt habe und jetzt zeige ich euch, was ich dafür für 3 Gratiskerzen bekommen habe. Die erste, da riecht es gleich voll gut raus, ist die Jewel Candle Thai Orchid.
also wie eine Orchidee ist hier oben drauf gedruckt. Was ist da drinnen? Eine Halskette. Halskette ist cool. Also ich mag nur die Armbänder hier nicht so. Oh, die riecht gut. Ja, die riecht gut. Also ich habe immer nur so Angst, dass ich dann irgendwas bekomme, was mir nicht gut riecht. Aber das verschenke ich dann einfach. Ne? Das ist nicht so schlimm. Aber besser finden würde ich es natürlich, wenn mir das auch gefällt, ne? Was ich da so geschenkt bekomme. Und die nächste Kerze, die kenne ich sehr gut. Die habe ich schon ein oder zweimal verschenkt an meinen Freund. Ja, und der Duft, der gefällt ihm sehr gut. Deswegen bekommt er die dann vielleicht gleich zu Weihnachten. You are a gentleman. Sehr, sehr cool. So, und die letzte Kerze, was ich bekommen habe, ist Creamy Papaya and Monoi de Tahiti. Die Farbe ist ja mega cool. Schau mal, was ist da drinnen? Oh, ein Armband. Okay. Ja, für den Sommer. Also das riecht richtig krass nach Papaya. Also das ist wirklich, wirklich cool. Ja, mega. Also habe ich jetzt wieder einen Vorrat, habe ich sechs schöne Kerzen, aber nicht genug, denn jetzt schauen wir sich das von Jangle Candy an. Und zwar waren mir die großen Kerzen irgendwie zu teuer. Deswegen dachte ich mir, ja, ich versuche das einfach, nehme mir kleine Kerzen. Und die haben nicht nur die Jangle Candle, die haben auch die Woodwick Kerzen. Und da habe ich mir einige von diesen kleineren Kerzen bestellt. Die haben jeweils 85 Gramm. Und ich glaube, die sollen trotzdem 30, warte mal, da ist drinnen schon, genau. Mit einer Bluswick Innovation, dass es quasi so knistert. Also das sind so Holzdochtkerzen, die knistern beim Anzünden. Das finde ich mega cool. Und brennen halt besser, steht da. Und das steht, 3 bis 4 Stunden brennen die. Da kann ich gar nichts sagen, dass Amethyst und Amber soll das sein. Es ist ein angenehmer Geruch, aber ist jetzt nicht so krass auffällig oder so. Und diese kleineren Kerzen, die stelle ich mir immer über meinen Arbeitsbereich auf und dann riecht das auch richtig gut. Die nächste Kerze ist Wildberries and Beets. Ja, die riecht sehr schön beerig. Das ist die Farbe des Wachses. Dann habe ich Magnolia Birch. Das riecht auch sehr, sehr angenehm. Also die riechen nicht so ultra krass, aber man riecht schon, dass das eine Duftkerze ist. Aber dass die eben diesen Holzdocht hat, das hat mich so interessiert. Das war so spannend für mich. Denn ich habe auch schon welche vom Action zum Beispiel und die sind so toll. Also die liebe ich. Ich habe nur jetzt leider beim letzten Mal einen erwischt, die hat gar nicht gut gebrannt. Da war ich so sauer. Dann habe ich noch die Seaside Neroli. Auch sehr angenehm. So ein bisschen Meeresbrise, aber nicht intensiv oder so. Ja, das riecht auch wieder sehr bärig. Wildberry and Beets. Habe ich die doppelt? Irgendwie habe ich die doppelt. Und dann habe ich noch A Breath, Blooms and Patchouli. Ja, das riecht ein bisschen komisch. Ist so ein altrosa, das Wachs. Und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir sich gleich einmal den Adventskalender an, ne? Also ich bin schon mal sehr gespannt, weil das Video geht jetzt noch nicht lange. Deswegen dachte ich mir, machen wir das doch auch gleich mit, ne? So. Und zwar haben wir hier den Adventskalender. Und zwar haben wir hier eine Schleife. Das ist der Countdown to Christmas Adventskalender. Ich glaube auch, dass das der Adventskalender vom letzten Jahr war. Oh, der ist mit so schönen Türchen. Oh, das riecht extrem gut. Ja, ich frage mich gerade, soll ich mir den behalten für jeden Tag im Advent und ich zeige ich dann auf
das auch dann auf Instagram. Aber folgt mir doch gerne. Aber ich denke, das kann ich schon ruhig auspacken. Das sind Duftkerzen. Ich würde mich sowieso in der Adventszeit mehr über so Make-up und Pflegeprodukte freuen. Deswegen würde ich sagen, wir machen den gleich einmal auf und dann kann ich den auch gleich einmal entsorgen und kann ich den, ja, kann ich alles dann gleich einmal verräumen, ne? Genau. So, jetzt so schaut das aus. Aufgeklappt. Das ist wie ein Buch. Also es heißt auch Adventsbuch. Und ich mache jetzt einmal gleich einmal das erste Türchen auf. Da ist gleich einmal eine große. Hoppala. Ja, okay. Also, wir haben da ein wunderschönes Kerzenglas. Das was, wenn man das die Kerze reinstellt, dann auch lauter Sterne und so außen drauf hat. Man sieht drinnen, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Ich glaube schon. Und da ist auch eine Kerze drin und zwar Twinkle Lights 49 Gramm. Das ist so eine kleine Kerze, was da noch drinnen ist. So, 2. Da haben wir auch wieder eine kleine Kerze drin. Letters to Santa. Riecht auch gar nicht so schlecht. Aber nicht speziell. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, nach was das genau riecht. Es ist auch innen super gepoltert mit so einem Schaumstoff. Die Nummer 3 ist ein ganz ein kleines Türchen. Na, komm raus da. Hey! Jetzt habe ich's. So, und da ist ein kleines Teelicht drinnen. Hat auch einen angenehmen Geruch auf alle Fälle. So, die Nummer 4 haben wir rechts oben. Also vielleicht sollte ich das so halten, dass ihr das auch ein bisschen sehen könnt. So, da haben wir das. Ist auch wieder eine kleine Kerze drinnen mit so einem grauen Wachs. Ja, ist sehr angenehm auf alle Fälle. So, die Nummer 5. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich schneller wie ich. Ist wieder eine kleine Kerze. Wieder ein Teelicht. Riecht nicht nach viel. Aber ich finde es cool, dass der gratis dabei war, sonst hätte ich mir niemals Kerzen dort bestellt. Ist einfach so. So, die Nummer 6 haben wir hier. Ist wieder, aber für Nikolaus hätte ich mir schon gedacht, dass er eine größere Kerze reinmachen können. Da finde ich die Aufteilung nicht so cool, weil an Nikolaus hätte ich schon gern was Besonderes. Jetzt haben wir wieder haben wir ein rosa, lavendelfarbenes. Nein, eher rosa. Das riecht auch gut. So, dann haben wir noch die Nummer 7. Haben wir hier. Ist auch ein kleines. Also jetzt hätte ich gern mal wieder ein großes. Oh, die ist aber schön. Die ist so ganz schön dunkelgrün. Aber die haben alle keinen extremen Duft oder so. Hier haben wir die Nummer 8 hier oben. Riecht auch sehr gut, ist so schön rot-weihnachtlich. Nummer 9. Das ist ein größeres. Juhu, jetzt haben wir ein größeres und die Farbe ist auch cool. Oh, das riecht gut. Cinnamon Stick. Oh, Zimt. Eine Zimtkerze, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Nummer 10 haben wir. Hier oben auch wieder eine größere. Oh, jetzt kommt eine schöne grüne. Tree Farm Festival. So, die Nummer 11 haben wir hier. Das ist wieder ein kleineres Fächlein. Das ist dann nicht optimal, die kleineren zum Aufmachen. So, jetzt haben wir sie aber. Wieder ein rotes Teelicht. Jetzt haben wir die Nummer 12, die haben wir hier. Das ist wieder ein kleineres Türchen. Und da haben wir wieder ein graues Teelicht.
Haben wir hier, das ist wieder ein größeres Fach. Das ist schön, da freue ich mich. Das riecht auch gut. All is bright. So ein schönes, cremiges Weiß. Ich weiß gar nicht, steht da drauf, wie lange die brennen eigentlich, diese mittlere Größe oder die große, in dem Fall ist ja große Größe, ne? Aber was steht denn da? Kann ich nicht lesen, das ist zu klein. Nein, weiß ich nicht, wie lange die brennen, aber die werden dann wahrscheinlich auch nur so 3-4 Stunden brennen, schätze ich einmal. So, Nummer 14 haben wir hier. Das ist wieder ein kleineres. Da haben wir wieder ein weißes Teelicht. So, dann haben wir Nummer 15. Und das schaut wieder ein bisschen größer aus. Ja, sehr schön. Das ist Snow in Love. Duftet jetzt nicht so extrem krass. Aber macht dir nichts. Nummer 16 ist hier. Ist auch wieder eine größere. In rosa. Das ist angenehm. Christmas Eve Kakao. Das ist eine rosane Kerze. So, dann haben wir die Nummer 17. Die ist hier oben. Die ist auch wieder größer. Nochmal einen rosa. Snowflake Cookie. Duftet jetzt auch nicht sehr außergewöhnlich. So, die Nummer 18 haben wir hier unten. Das ist wieder ein kleineres. Das ist wieder ein Teelicht. Ein grünes haben wir dieses Mal. Die Nummer 19 haben wir hier unten. Das ist wieder ein größeres. Genau. In Rot, Holiday Hearth, aber hat auch keinen außergewöhnlichen Duft. So, jetzt haben wir die Nummer 20, die ist da oben. Dann haben wir wieder eine größere Kerze. Christmas Cookie, die riecht gut. Die riecht so ein bisschen süßlich. Die riecht sehr gut. Jetzt brauchen wir 21. Das ist wieder ein kleineres Fach. Ich glaube, meine armen Fingernägel sind heute bald abgebrochen. Uah. Na super, jetzt hat sich das auch noch hier gedreht drinnen. Oh nee, ich will es nicht kaputt machen. Komm raus da. Okay. Ist ein weißes Teelicht oder so cremefarben. So, dann haben wir die Nummer 22. Die haben wir hier oben. Da ist auch wieder ein größeres Fach. Und noch eine rote Kerze. Christmas Magic. Das ist auch sehr angenehm, der Duft. Dann haben wir Nummer 23. Einen Tag vor Weihnachten haben wir ein kleines Türchen. In rosa. Ein Teelicht in rosa. Angenehm. Habe ich jetzt ein Wachs auf meinen Lippen? Ach, wie schön. So, Nummer 24 haben wir hier in der Mitte. Ist wieder etwas Größeres. Ich hätte gern so jetzt ein Knallerprodukt, aber kommt keins. So, da haben wir Christmas Eve. Passt aber. Christmas Eve passt, ne? Oh nein, es hat sich verabschiedet. Ja, riecht angenehm, ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches, ne? Aber ich finde es schön. Also wie gesagt, man bestellt für 70 Euro und dann bekommt man so einen ganzen Adventskalender mit Kerzen gratis dazu. Ich zähle mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Also es sind 11 Teelichter mal drinnen. Außer ich habe mich verzählt, keine Ahnung. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir 10 diese normal, sagen wir, großen, weil es für den Adventskalender waren das die großen, 10 große. Und ein schönes Kerzenglas. Ja, finde ich. Und da war auch noch eine, also war noch eine mehr, weil da war auch noch eine Kerze drinnen. Da war Kerzenglas und Kerze. Ich finde sogar die 1 wäre besser als 24 gewesen. Und von der 24 einfach die Kerze, die Christmas Eve rein. Hätte ich jetzt besser gefunden. Aber ist nicht schlimm. Also ich muss sagen, als Geschenk und als Goodie finde ich das richtig cool. Ob ich ihn mir so gekauft hätte.